Ja, hallo meine lieben Fußballfreunde, herzlich willkommen zur Vorschau des WM-Viertelfinales zwischen Frankreich und Deutschland. Ja, das Spiel findet am 4. Juli in Rio de Janeiro um 18 Uhr statt. Ja, und es gab bisher 25 Spiele zwischen diesen beiden Ländern und die Bilanz führt knapp Frankreich an, und zwar mit 11 Siegen bei 6 Unentschieden und 8 Siegen von Deutschland. Ja, das letzte Spiel bei einer WM war im Jahr 1986 und das war das Halbfinale und da konnten die Deutschen mit 2:0 gewinnen. Und das letzte Spiel überhaupt war aus dem letzten Jahr ein Freundschaftsspiel, das haben die Deutschen mit 2:1 für sich entschieden. Ja, kommen wir zu den voraussichtlichen Aufstellungen. Bei den Franzosen nimmt er wieder Loris, dann in der Abwehr links Evra, in der Innenverteidigung, wenn Sakho wieder fit ist, wird er wahrscheinlich spielen statt Kouchini, der ja gegen Nigeria gespielt hat. Dazu noch Varane und Debuchy, dann im Mittelfeld mit Matuidi, mit Kabay und Pogba. Und vorne wieder mit Valbuena, Benzema, und ich gehe davon aus, dass Griezmann nach seiner guten Leistung gegen Nigeria in der Startelf steht statt Giroud. Ja, bei den Deutschen im Tor natürlich mit Neuer, dann in der Abwehr von links nach rechts mit Hüvedes, Hummels wird wieder zurückkommen nach seiner Krankheit, Mertesacker und Boateng im defensiven Mittelfeld mit Schweinsteiger und Lahm und offensiv Özil, Kroos, und ich könnte mir vorstellen, dass Schürrle diesmal von Beginn an spielen wird statt Götze, denn er hat gegen Algerien sehr gut gespielt, und vorne natürlich Müller. Ja, ja, es könnte natürlich auch sein, dass Lahm in die Verteidigung wieder zurückrückt auf die rechte Seite. In diesem Fall, glaube ich, würde dann Khedira den Platz von Lahm im defensiven Mittelfeld einnehmen und Boateng würde dann auf links rücken statt Hövedes. Ja, je nachdem, wie sich Jogi Löw dann halt entscheidet. Ja, kommen wir zu den Gelbgefährdeten. Bei den Franzosen könnten noch im Halbfinale fehlen durch eine zweite Gelbe. Das wären Evra, Pogba, Matuidi. Und bei den Deutschen wären das Hövedes und Lahm. Ja, kommen wir zum Spiel. Ich denke, ja, wir sind jetzt in einer Phase des Turniers, wo es jetzt sehr ausgeglichene Duelle sind. Also ich sehe hier keinen Favoriten in diesem Spiel. Ich denke, beide haben relativ souverän die Gruppenphase überstanden, hatten dann so im Achtelfinale ihre Probleme, die Franzosen mit Nigeria in der ersten Halbzeit vor allem. Erst dann in der zweiten Halbzeit mit der Einwechslung von Griezmann wurde es besser. Und auch die Deutschen hatten lange Zeit Probleme mit den Algeriern, vor allem in der ersten Halbzeit. Kamen dann aber in der zweiten Halbzeit dann doch in Fahrt und haben das Spiel dann schlussendlich nach Verlängerung für sich entschieden. Ja. Ausschlaggebend, glaube ich, in diesem Spiel wird sein die Erfahrung der Deutschen. Sie wissen es, wie es ist, in einem Viertelfinale zu stehen. Viele dieser Spieler waren schon 2006 und 2010 im Viertelfinale. Also sie wissen es, was es heißt, da zu gewinnen. Die Franzosen haben da jetzt nicht so viel Erfahrung, sind ja vor 4 Jahren in der Gruppenphase ausgeschieden und sie haben viele junge Spieler. Und ja, es ist fraglich, wie sie mit diesem Druck da umgehen können. Ja, von dem her, ich favorisiere da doch leicht die Deutschen in diesem Spiel. Es würde mich nicht wundern, wenn es in die Verlängerung geht oder auch ins Elfmeterschießen. Aber am Ende sehe ich die Deutschen knapp vorne und ich tippe auf ein 2:1 für Deutschland. Ja, das ist mein Tipp. 2:0 für Deutschland gegen Frankreich. Ja, jetzt meine Frage an euch, wie tippt ihr, wie glaubt ihr, geht dieses Spiel aus? Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, euer Little Piccolo.